Wir haben Geburtstag in der Familie gefeiert. 2 Tage später kommt der Anruf. Ich habe noch so viele Reste. Bestimmt habt ihr auch noch was im Kühlschrank. Bringt's doch mit und wir stellen einfach alles auf den Tisch und dann reicht's bestimmt auch für alle. Wunderbar, denke ich mir. Dann kann ich unser vieles Angefangenes auch gleich mit hinstellen. Ich mag's nicht, wenn ich was wegtun muss. Also, wir legen zusammen, wir sitzen zusammen, probieren, was der andere so hingestellt hat. Keiner musste kochen zu Hause, reicht für alle. Und dann passiert's. Alle satt und immer noch Essen da. Wieder Reste, immer noch nicht alle. Wir haben immer noch über. Und statt zu meinem leeren Kühlschrank zurückzukehren, gehe ich mit ein paar Leckereien der anderen nach Hause. Wir haben so viel. Daran musste ich denken, als ich mich aufs Erntedankfest vorbereitet habe. Da ist doch immer noch was da. Da bleibt doch immer etwas über. Beim Erntedankfest wird ganz oft in den Kirchen an die Begebenheit mit den 5000 Leuten und den 4 oder 5 Broten erinnert. Oder waren es 6, vielleicht waren es auch 2 Fische dabei. Spielt überhaupt keine Rolle. Eine Rolle dabei spielt Jesus. Der ist der Auslöser, denn da steht, dass es ihn jammert. Soll heißen, er hält's kaum aus, die Leute um sich herum so hungrig zu sehen. Und dann wird das Brot verteilt. Und dann bleibt von dem mickrigen bisschen bei so vielen Menschen sogar noch was über. Da kommt was zusammen. Da hat wohl jeder noch was aus seiner Tasche dazugelegt. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Echt jetzt? Ich glaube nicht. Wenn ich sehe, dass da noch mehr sind als ich, dann ist nicht an alle, aber an mehr gedacht. Und das wünsche ich mir so unendlich für unsere Welt. Unser Denken an die anderen, die auch mit am Tisch sitzen. Am Bodenschätzetisch, am Klimatisch, am Verteidigungshaushaltstisch, am Tierwohltisch. Da sind eben noch Leute neben uns, eine Welt um uns herum, eine Umwelt. Und ich bin überzeugt, wenn wir die im Blick behalten, wenn es uns also jammert, dann bleibt was übrig. Keiner geht leer aus und wir müssen nicht zu Hause auf unseren vollen Körben sitzen. Aber wir könnten so viel mitbringen, einbringen, dass es für alle reicht. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Erntedankfest. Vielleicht bleibt ja was über.